Okay, Ruhe am Set. TV-Nachrichten sind die am härtesten umkämpfte Branche der Welt. Um rund um die Uhr senden zu können, muss man die Zuschauer irgendwie am Ball halten. Ziehen Sie ein kürzeres Kleid an. Durchsichtige Tische haben ihren Grund. Frauen sind überall. Sie spielen jetzt auch Golf und Tennis. Die Personalabteilung ruft an. Du hast mich Frauchen genannt. Ich muss wohl nochmal die Benimmregeln durchgehen. Der Ton hinter der Kamera war noch schlimmer. Männerhasserin. Lernen Sie, mit den Jungs auszukommen. Sie sind sexy, aber viel zu anstrengend. Ich habe eine ganze Liste. Werden sich andere Frauen melden? Was glauben Sie? Ich will Sie überzeugen, dass ich vor die Kamera gehöre, Mr. Ailes. Ich glaube, ich wäre phänomenal auf Ihrem Sinne. Ich könnte Sie herausgreifen und nach vorne in die Schlange stellen. Aber ich muss wissen, dass Sie loyal sind. Das heißt, finden Sie einen Weg, das zu beweisen. Du weißt doch, wozu die Tür vor Rogers Büro ist. Jemand muss den Mund aufmachen, jemand muss wütend werden. Star-Moderatorin Gretchen Carlson hat heute eine gewaltige Bombe platzen lassen. Was tut sie da? Das könnte meinen Sender vernichten. Wir brauchen alle im Team, Roger. Zieht das an. Anziehen. Ich glaube, die Inside hat begonnen. Hat eine der anderen Frauen den Mund aufgemacht? Eine meiner Kolleginnen? Ich muss darüber erhaben sein, das verstehst du, oder? Ihr Schweigen wird bemerkt. So bereit, in den Krieg zu ziehen? Oh ja.